er hat mich jetzt tatsächlich alle schwarzen Sachen hier auf den Burger packen lassen. Und dann hat er erst gecheckt, dass ich alles nehmen muss, was er sagt. Hallo, ich bin's, Kim Lian, heute mit einem ganz anderen Hintergrund, denn wir sind mitten in New York. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß schon und hat schon alles mitverfolgt. Und wir hatten die Idee, dass wir hier auch ein Food-Video drehen wollen, denn wo gibt's denn mehr geiles Essen als in New York? Und zwar werde ich heute nur essen, was mir die angestellten Mitarbeiter oder Kellner in den verschiedenen Fast-Food-Restaurants und sonst was empfehlen. Im Hintergrund ist auch schon mein Kumpel Tony. Wer erkennt ihn wieder von den Kellogg's Frosties-Verpackungen? Das waren immer meine Favorites. Und wir sind hier auch schon beim ersten Stop, den man anhand von ihm erraten kann. Nämlich gibt es hier ein eigenes Kellogg's-Lokal, wo man frühstücken kann und sich alle verschiedenen Sorten angucken kann. Ich bin gespannt, ob es da welche gibt, die es bei uns vielleicht nicht gibt. What would you recommend? All right, boom. So what I do is I'll let you decide. I do Fruit Loops, Apple Jacks, mix them together, boom, dry berries, pineapples. Usually got strawberries up here, but I don't see them. And then I just throw some fruits in there, and then boom. I'll catch you at the register, and I'll make you great. Something extra. Thank you. No milk? Geil, ich habe die Milch einfach vergessen. Voila, Freunde! So sieht jetzt das finale Ergebnis aus. Ich finde es richtig gut, dass so eine Balance ist zwischen diesen zuckrigen, Cornflake-mäßigen Dingern und halt ein bisschen Frucht so, dass man pretenden kann, dass man gesund lebt. Jedenfalls finde ich es richtig süß, dass er uns gerade noch diese zwei Dinge hier geschenkt hat, weil er meinte, dass die halt auch so gut sein sollen. Probieren wir mit allem drauf. Oh mein Gott, ich habe noch nie so eine gute Kombi geschmeckt. Das ist ja immer so, dass man zu Hause maximal eine Cornflakes-Packung hat. Das ist der ultimative Traum, wenn du einfach mehrere Sorten mischen kannst. Ich sag's euch, das ist der perfekte Start für dieses Experiment heute. Innerhalb von kürzester Zeit komplett aufgegessen. Fazit, niceste Cornflakes meines Lebens. Ich hätte nicht gedacht, dass mich ein paar Cornflakes so satt machen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich die jetzt verschenke. Da drüben sitzen nämlich zwei, die schon die ganze Zeit so hergucken. Da habe ich gerade mit dem schon Fotos gemacht. Ich glaube, es ist ganz süß, wenn ich da jetzt drüber gebe und es denen einfach schenke. Weil ich habe heute noch genug Mahlzeiten, die ich essen muss. Und sonst kriege ich das alles nicht runter. Und wir wollen ja nicht, dass Essen schlecht wird. Wie passend, Leute. Wir werden den ganzen Tag noch fressen und ich gehe jetzt Sportklamotten shoppen. Süß. So ein Tenniskleid oder weiß ich nicht. Das Gym ist es, glaube ich, eher nicht geeignet beim Squatten. Da sieht dann jeder deinen Butt. Nice. Das ist die Hose. Finde ich cool, ist sehr angenehm. Und eng und quetscht aber trotzdem den Hintern nicht komplett platt. Nur ein bisschen. Das ist so wie beim Schuhe kaufen, wenn die Mama so gesagt hat, zieh dir die Schuhe an und lauf mal eine Runde. So. Muss man ja ausprobieren. Jetzt hast du gleich auf Band, wie meine Kreditkarte abgelehnt wird, weil ich hier schon zu viel geshoppt habe. Die Hosen sind tatsächlich ziemlich eng, also es war ein großes Workout, 7-8 Stück anzuprobieren. Dementsprechend hungrig bin ich jetzt schon wieder. Und deshalb dachten wir gehen mal zu einer der größten Ketten, nämlich zu Five Guys. Kommt! Ich habe hier noch nie gegessen, ich bin sehr gespannt. What would you recommend? So a little cheeseburger is what I recommend. And this toppings right here, so you're just gonna choose what you want on. Okay, which one is your favorite topping? You can go all the way, that's everything in black right here. So lettuce, okay. Pickled tomato, mayo, ketchup, yeah, mustard. Let's do it. That's scary. Can you get your YouTube name on? Yeah, of course. Got it. Nice. Yeah. Er hat mich jetzt tatsächlich alle schwarzen Sachen hier auf den Burger packen lassen. Also das wird interessant, was da jetzt auf uns zukommt. Er hat halt 10-mal betont, dass ich anscheinend all in gehe. Und dann hat er erst gecheckt, dass ich alles nehmen muss, was er sagt. Wollen wir irgendeine crazy Flavor? So, wir haben hier Coke Zero mit Lemon-Geschmack. Geil. Ist nicht sehr intensiv, die Lemon, aber das finde ich ganz gut. Das ist nur so eine Note. Warum haben wir das nicht in Europa? Es ist einfach so schön, dieses Leuchtsein da drüben, diese ganzen verschiedenen Kacheln. Und richtig geil, die Pommes sehen richtig healthy aus für eine Fastfood-Kette, weil da noch so ein bisschen die Haut drauf ist. Und sie schmecken auch super, super frisch. Oh. Hier haben wir unseren Burger, der kommt so ein bisschen random in Alufolie daher.
Also so wie selbst gemacht und dann mitgenommen in die Schule. Aber er riecht fantastisch. Wow. Leute, das ist richtig geil. Also wer auf richtig gute Burger steht, der kann das schon mal machen. So, meine lieben Freunde, wir schnappen uns jetzt unsere Metro-Card und werden da gleich durchswipen. Es geht nämlich jetzt nach Coney Island. Da waren wir auch schon letzte Woche mit den Mädels. Wer meine Insta-Story schaut, weiß schon Bescheid. Wir haben uns so verliebt, dann haben wir gesagt, da müssen wir nochmal hin, allein um es jetzt hier auch nochmal schön festzuhalten. Also los geht's. Ah, oder auch nicht. Ich habe soeben mit Entsetzen beim Schneiden festgestellt, dass die Aufnahmen fehlen. Die sind verloren gegangen. Außerdem hat es auch zu regnen angefangen. Also bin ich sehr froh, dass ich noch ein paar Aufnahmen hatte von der Woche davor mit den Mädels. Und die restlichen siehst du dann auf dem Vlog-Kanal. Heute größter Fail unseres Lebens. Es hat zu regnen angefangen. Wir werden uns jetzt gleich wieder in das nächste Lokal flüchten. Und zwar zu Chipotle oder Chipotle oder jeder sagt es irgendwie anders. Wie sagt man? Chipotle? Das ist wieder anders. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es sagen würdet. Und wir sehen uns dann gleich drin wieder. Can I order your favorite burrito? Okay, let's do this. Okay, what? Whatever you like more. Okay, perfect. For me, everything. Everything, great. Wow, das ist ein riesen Burrito. Geil. Great. Thank you so much. Which drink do you like? Ich habe vorhin noch zu Steffi gesagt, ich hätte voll gern die Hibiskus-Limonade, weil die so geil pink ist. Jetzt hat sie uns das gecheckt. Ich bin so froh. Taste-Test Nummer 1. Die Hibiskus Frozen Lemonade. Oh, ist die geil. Das ist einfach wie ein Dessert. Das ist wie Eis. Und mich überrascht richtig, dass das tatsächlich nach Hibiskus schmeckt. Unfassbar. Ich glaube, den müssen wir uns nochmal holen. Also wir lernen in diesem Video echt so die geilsten Sachen jeder Kette kennen. Ich bin jetzt sehr gespannt auf das. Ich meine, guck mal, ist so groß wie mein Kopf einfach. Es war für mich unerklärlich, wie sie den einfach so einrappen konnte ohne Probleme. Aber ja, sie versteht ihr Handwerk, Leute. Wie soll ich da jetzt abbeißen? Also, der Reis schmeckt schon mal gut. Ich komme einfach nicht gleichzeitig an alles ran, weil das so groß ist. Guck mal. Das Ding ist nicht bezwingbar. Also ich bin froh, dass Steffi sie nichts extra bestellt hat, weil ich glaube, den müssen wir zu zweit vernichten. Ja, da bin ich dabei. Wow, jetzt habe ich es erwischt. Guck mal, wie geil das aussieht. Das Essen ist der absolute Wahnsinn. Wir haben jetzt noch das hier. Das snacken wir gerade noch so ein bisschen auf. Die Dame da wusste auf jeden Fall, was sie uns empfiehlt. Wir machen jetzt am besten wieder mal einen kleinen Verdauungsspaziergang, oder? Ja, kann ich schaden. Wir gehen jetzt nach New Jersey. Da sagen alle New Yorker immer irgendwie, dass es nicht so cool sein soll und so weiter. Und dass es nur so der kleine hässliche Stiefbruder ist quasi. Aber ich glaube, da soll es ganz coole Lokale geben. Und ich bin gespannt, das jetzt mit dir zu erkunden. Wir sind jetzt angekommen in einer Mall, wo auch die Cheesecake Factory ist. Die haben wir schon gespottet. Aber wir gucken uns jetzt vorher noch mal ein bisschen hier um. Denn das letzte Essen ist jetzt noch nicht allzu lange her. Wie crazy ist denn das? Hier gibt es einfach eigene Vans Special Editions. Das sind einfach Gryffindor Vans. Ich kann nicht mehr. Gibt es hier auch ein 38,5? Ich glaube nicht. Schade. Richtig gut. Ich liebe einfach die Düfte bei Bath & Body Works. Bisschen chemisch fruchtig, aber so geil chemisch fruchtig. Wir sind fündig geworden. Wir haben für unsere Kerzen tatsächlich weniger als die Hälfte bezahlt. Die waren über 50% reduziert. Spare, spare, spare. Ganz anderes Flair hier irgendwie als in allen anderen Lokalen. We're here for the first time, so we wanted to ask you what you can recommend. We have buffalo wings, we have avocado egg rolls, and really, this is what I would recommend. Okay. Do you like avocado?
Yes. One of the most popular dishes here, avocado egg roll. Great, thank you so much. Okay. Er hat uns eine Avocado-Eierrolle empfohlen. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt gleich auf uns zukommt, weil es klingt ein bisschen exotisch so für meinen Geschmack. Unser Essen ist da, so sieht es aus. Und das tippe ich da jetzt mal in diese Soße rein. Mmh. Mmh. Das besteht quasi nur aus Guacamole mit so ein bisschen frittierter Frühlingsrollenkruste. Es ist unglaublich geil. Bisher ist der Tag super verlaufen. Und da wir hier in der Cheesecake Factory sind, nehmen wir auch noch für morgen hier ein Frühstück mit. Und bin gespannt, was mir jetzt für ein Cheesecake empfohlen wird. Und wie der in ein paar Stunden noch schmeckt. Denn wir haben keinen Kühlschrank im Zimmer. Und das sieht man jetzt auch 8 Stunden später. Es ist irgendwie so quasi geschmolzen. Wird schon nicht so schlecht sein. Mm. Zeige nochmal die Beauty dieser Käsetorte. So kann man auf jeden Fall aufstehen. Hier hinten die Oreos, guck mal. Die sind ganz weich, die kann man wirklich so zerteilen. Was gibt es Besseres als so eine geile Cheesecake Factory Torte zum Frühstück, Leute? Ich weiß es nicht. Fazit ist auf jeden Fall, dass man sich auf jeden einzelnen Kellner absolut verlassen könnte. Das heißt, du kannst auch mal in deiner Umgebung einfach mal die Kellnerempfehlungen austesten. Denn es lohnt sich. Die kennen die Karte einfach noch besser als man selbst. Du kannst mir jetzt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn dir das Video gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen. Wenn nicht, dann nicht. Und schreib mir aber unbedingt mal in die Kommentare, welches Essen aus diesem Video du am allergeilsten fandest. Und was du jetzt gerne von diesen Sachen am liebsten essen würdest. Wir können uns auch gerne auf meinem Instagram-Account sehen, wo du noch mehr Eindrücke aus New York siehst, die ich so gepostet habe. Oder in meinem eigenen Online-Shop, wo ich meine Schmuckkollektion gelauncht habe. Beziehungsweise dann spätestens im nächsten Video. Ciao!